Hallo, willkommen zurück zum Let's Play Subnautica. Ja, ihr hört es an meiner Stimme. Ich habe mir leider ein bisschen die Schnodderseuche zugezogen. Hindert mich aber nicht daran aufzunehmen, einfach weil ich Bock habe aufzunehmen. Solange wie ich jetzt hier in dem Zimmer sowieso gefangen bin. Bei Wasser und Brot wollte ich gerade schon sagen, nee, aber bei Orangensaft, Kamillentee und irgendwelchen Zwiebackscheiße oder so. Ach ja, wir kennen es ja. Wir erleben einen wunderschönen Sonnenaufgang in Richtung Heimat gerichtet. Es ist herrlich. So. Wir waren letztes Mal auf dieser schönen Insel hier, ja, so ein bisschen, ja, unterwegs. Und wir waren, glaube ich, auch so ein bisschen gefangen auf der Insel, ne? So, ich glaube, das ein oder andere fiese Viech hatten wir da schon gefunden, mal. Und wir haben aber auch das ein oder andere gute Zeug gefunden, so Sporen und so weiter. Ich glaube, kann ich die Dinger hier noch scannen? Aber die kennen wir, glaube ich, schon, ne? Ja, das sind nur diese Schwebedinger, genau. Ich habe mir die großen Schwebedinger jetzt nicht angeguckt, aber die großen Schwebedinger, die sind halt einfach nur, ja, Schwebedinger. So, habe überlegt, wenn man diese kleinen Schwebedinger an irgendwelche Wrackteile heftet, kann man damit seine eigenen Inseln, weiß nicht, bauen oder so? Geht das? Ich weiß es nicht. Bedeutet das, dass man damit seine eigenen Inseln bauen kann? Wäre mal interessant zu wissen. So. Ja, ich möchte noch ein bisschen weiter die Gegend erforschen tatsächlich, weil hier war noch irgendwo so eine Konstruktion. Nämlich eine Konstruktion. Warte, lass mich da mal durch. Nämlich eine Konstruktion, die auf Leben schließen lässt oder ließe. So. Knollenbaum. Nee, der ist aber egal. Oder kann ich den? Den kann ich ernten. Ich weiß aber nicht. Nahrung plus 8, H2O plus 10. Das kann ich mampfen. Dann kriege ich H2O dazu. Okay. Warte, lass mich gerade noch mal lesen, was dieser Knollenbaum so alles kann. Aufzeichnungen, Datenbank. Einheimische Lebensformen, Pflanzen, Land. Larvenkorb, pinkte Kappe, Voxelstrauch, gefleckter Klapper. Nein. Hä? Verwertbares? Knollenbaum, da ist er doch. Essbar, hoher Wassergehalt. Eine knollenartige Pflanze, die sich im Boden einwurzelt und aus der türkise Blätter sprießen. Dass der Saft der Pflanze giftig für Insekten ist, aber Mensch kann und aufgrund des Hohen geerntet und konsumiert werden kann. Das heißt, es ist hier sehr wohl etwas am Start, was man verwerten kann. Kann ich mit dem, das ist ja eine Baumprobe, Korallenbaumprobe, kann ich die richtig angepflanzt wird ein Reißwurfsexemplar, das heißt, ich kann die nicht nur essen, ich kann die auch anpflanzen. Stellt sich die Frage, wenn ich den Baum mehr beschädige, ist er dann irgendwann ganz weg? Weil ich mampf mich hier jetzt gerne voll, ne? Also, ich sag halt nur. Okay. Also verstanden. Knollenbaum anpflanzen. Verstanden. So, das bedeutet. Warte mal, habe ich das Konstruktionswerkzeug dabei? Ja, habe ich. Kann man. Was brauche ich, um an Land diese Dinger zu. Warte mal, Augenblick. Das muss ich gerade mal gucken. War das. Moment. Wie ging das nochmal? Man hat schon wieder so lange nicht gespielt, dass ich schon wieder die Steuerung zur Hälfte vergessen habe. Aber da ist auf jeden Fall das Tauchdock, was wir letztes Mal auch herausgefunden hatten. Fahrzeugerweiterungskonsole. Ja. Titan-Computerchip, Kupferdraht, die Erweiterungskonsole ist geil, das Kraftwerk, oh, das braucht Aerogel und Magnetit, oh Gott. Ja, Freunde, das mit den erweiterten Technologien ist so ein Problem, weil uns fehlt tatsächlich noch einiges an Kram. Lithium, brauchen wir noch eine ganze Menge für erhöhte Hüllenstärke der Basis. Also Lithium fehlt. So, aber ich wollte hier für die Innenmodule, genau, was haben wir? Ich brauche nur Titan dafür. Für die normalen Pflanztropfen. Nur Titan. Und sonst nichts.
Schuh und sonst nichts. Das ist natürlich eine super Sache. Dann würde ich mich vielleicht beim nächsten Mal mit Titan auf den Weg machen. Und wir bauen uns hier einfach so ein bisschen. Da hinten ist es doch, da will ich doch hin. Und wir bauen uns hier einfach so ein bisschen Zeug an. Aber wenn ich jetzt hier lang fahre, segel ich da runter, ne? Wie wäre das denn, wenn ich mit dem U-Boot hier die Küste entlang dampfe? Und da hinten an Land gehe einfach. Das wäre doch viel schlauiger, ne? Oder? Jetzt mal so retrospektiv betrachtet, weil so über die Berge werde ich wahrscheinlich nicht rüberkommen, wenn ich mir das so überlege. Aber diese Knollendinger, aua, die vergammeln, glaube ich, schnell, ne? Ich glaube, die vergammeln schnell. Ich glaube, da war was. Pass mal auf, wir steigen mal hier in unsere geile Karre. Und eiern mal flugs hier am Rand entlang, weil dort hinten sollte dann ja gleich irgendwann dieses andere Ding kommen. Da ist das andere Ding. Genau. Und ich glaube, ich werde das auch gleich so machen, dass ich mir den hinteren Landepunkt markiere, dass man mal ungefähr auf der Karte auch so eine Ahnung hat, wie groß denn dann diese Insel ist. Hier sind die Kleinen. Alles klar. So, aber hier ist alles sehr steil. Hier kann man nicht anlanden. Äußerst praktisch, dass hier alles so steil ist, damit wir wieder ein Jahrhundert latschen müssen. Da ist die Aurora. Ich glaube, so groß ist das Land gar nicht, ne, oder? War, oder? Ich will mal einen Landepunkt finden, der sich lohnt. Ist das der einzige Landepunkt da vorne, den wir haben? Kann ich sonst nirgendwo landen? Ist doch nicht wahr. Aber offensichtlich ist das da vorne der einzige Landepunkt. Hier ist noch ein weiterer Landepunkt. Unweit davon entfernt, aber der bringt mir jetzt nicht allzu viel. Ja, lass mich mal hier runterfahren. So. Boah, ist das furchtbar, ne? Egal was es ist, ob das jetzt Erkältung ist, ob das Grippe ist, ob das sonst was ist. Ja, die Pflanzen vergammeln schnell. Sobald man irgendwie Schnappatmung hat, das Leben scheiße. Um es mal ganz klar zu sagen. So. Ich klinge ja auch gerade wie, was weiß ich was. Da hinten will ich aber hin. Und da ist diese komische Bucht. Aber wie komme ich da hoch? Oh, warum müssen diese Gelände immer so unwegsam sein? Aber hier waren wir doch schon einmal. Aber hier komme ich nicht durch, ne? Wenn ich da jetzt direkt hin will. Gibt bestimmt irgendeinen super heftig geheimen Eingang oder so. Dass man da bloß geheim hinkommt, oder bin ich jetzt doof? Nee, hier ist irgendeine. Warte mal. Das sind zwei sogar. Okay. Da unten ist noch was. Alter Verwalter. Also hier ist auf jeden Fall eine ganze Menge Action am Start. So wie das aussieht. Und dieser Knollenbaum ist echt gut. Sonst wäre ich wahrscheinlich im Zwang gewesen, dass ich schnell nochmal irgendwie was mehr Wasser holen muss. Aber das heißt, wir können uns hier mal ein bisschen Zeit lassen, um alles zu erforschen. Da hinten ist noch irgendeine zusammengebrochene Struktur. Das will ich jetzt wissen, was das ist. Jetzt hat uns der Notruf von Liveport 19 hat uns hierher geführt. So. Jetzt möchte ich auch wissen, was das ist. Aber mal, um ehrlich zu sein, es fühlt sich nicht so an, als wenn diese Gerätschaften da erst seit kurzem hier wären. Sondern es fühlt sich so an, als wenn die schon etwas länger hier stehen würden.
Weil hier gibt es ja auch noch ein zweites Schiff, was hier abgestürzt ist. Nicht nur die weiß das nochmal, Altera? Nee, Aurora da vorne, so. Sondern ein anderes. Ich glaube, diese Geonosis oder wie die hieß. Die ist ja hier auch abgestürzt. So, und jetzt bin ich mal. Und es sieht so aus, als wenn die vor längerer Zeit abgestürzt wäre, weil hier ist alles verrostet und im Arsch. Ja, da unten sind wir gerade lang gekachelt. Da kann ich, komme ich genau nirgendwo hin. Toll. Ist da was drin? Stasegewehrfragment. Nice. Dankeschön. Damit hätten wir zwei Titanen. Das heißt, wir können gleich auf jeden Fall schon so einen Knollenbaum anpflanzen irgendwo. Hallo? Oh, da fliegt irgendein Rochending durch die Gegend. Es ist ja herzallerliebst. Scan, scan. Ja, Versorgerkiste, die öffnen wir gleich. Zurückgelassene PDA. Ich möchte erstmal die Umgebung absuchen. Wow! Boah, erschreck mich doch nicht so. Flatterrochen. Du bist ein Flatterrochen. Du flatterst Rochen. Laternenbaum, Flatterrochen. Laternenbaum. Laternenbaum. Einheimische Lebensform Laternenbaum. Was ist das? Ein Geflecht einzelner Reben, die sich gegenseitig stützen. Die Pflanze wächst ausschließlich auf fruchtbarem Land. Jede Rebe produziert orangefarbene, laternenförmige Früchte mit geringem Nährwert und Wassergehalt. Essbar im Notfall. Eine Notfall-Esspflanze. Flatterrochen, du gehst mir aber nicht auf den Sack jetzt, ne? Laternenfrucht. H2O plus 3, Nahrung plus 10. Ja, das stimmt. Das ist echt so eine Notfallfrucht. Okay. Farnpalme. Eine Farnpalme. Exemplar wurde erstmals in einem künstlichen Beet auf der Insel entdeckt. Die Art wird in keiner bekannten Pflanzendatenbank gelistet, da es unklar ist, ob sie auf diesem Planeten heimisch ist oder nicht. Gencode teilt manche Eigenschaften mit anderen örtlichen Pflanzenarten. Aber dies könnte eher das Ergebnis einer DNS-Übertragung als natürliche Evolution sein. Also hier hat irgendetwas stattgefunden, was nicht hätte stattfinden sollen. Irgendein Farngedöns, weiß ich nicht. Larvenkorb, den kennen wir bereits. Farnpalme, den haben wir. Wachsenstrauch, das ist bekannt, das ist bekannt. Orangenpilz. Und Innenbeetkasten, den kriegen wir jetzt, ne? Baupläne Innenbeetkasten. Geil. Ja, danke sehr. Vier Titanen braucht es, um ein künstliches Pflanzenbeet nur für den Innenbereich geeignet zu erzeugen. Sehr schön, sehr schön. Okay, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich jetzt keine Modifizierungsstation habe. Es ist eine von diesen, ein Dings von dieser Modifizierungsstation. Ich hoffe, vielleicht finden wir ja noch ein bisschen mehr von der Modifizierungsstation. Destilliertes Wasser, sehr schön. Integrating new PDA data. Bart Torgals Aufzeichnung Rückkehr aus der Tiefe. Scheinwerfer. 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 Okay. Ach, warte mal. Der Raum hier, den gibt's auch, den Raum. Hallo? Oh, Freunde, oh, Freunde, hier gibt's ja, kann ich die Treppen auch? Nee. Hier gibt's ja Baupläne im Überfluss. Habe ich jetzt alles? Und muss ich nochmal zurück. Flatterrochen. Ich würde dich sehr gerne in deinem Vorhaben unterstützen. Aber ich fürchte, du gehst mir ein Stück zu sehr auf den Zwirn. Das haben wir alles gemacht. So, was habe ich jetzt? Warte mal. Was haben wir denn jetzt gerade geguckt? Genau. Scheinwerfer, Glas und Titan mal 2. Ein feststehendes Beleuchtungskonzept. Ein Scheinwerfer, ja gut. Basissegment mit 360 Grad Rumunsicht und sehr geringer struktureller Integrität. Okay. Das heißt, oh, emailliertes Glas brauchen wir dafür. Das bedeutet, man muss auf jeden Fall
deutlich für Struktur sorgen, bevor man das mal baut. Aber da steht leider nicht, wie viel weniger strukturelle Integrität das ist. Das muss man dann alles irgendwie ausprobieren irgendwann. Heißt, der Plan wäre, wenn wir mal endlich zum Bauen kommen, dass wir mit Fundamenten und anderen Sachen für viel strukturelle Integrität sorgen und dann erstmal ein paar Bauteile ausprobieren. Das wäre so das Fahrzeugerweiterungen. Das will ich alles haben. Seemotten-Tiefseemodul will. Will haben Seemotten-Solar-Ladegerät. Will Seemotten-Frachtmodul. Ich bin begeistert. Ich bin sowas von begeistert. Ich will das eigentlich alles haben. Ich glaube, wir könnten die nächsten Folgen ganz gut zum Bauen von Kram verwenden. Nicht, oder? So scheinen wir. Verschwenkt selbsttätig einen Bogen von 180 Grad. Bewegungsmelder. Erfasst sich bewegende Objekte in der Nähe. Bezieht Elektrizität aus von der Hauptenergiequelle. Okay, das heißt, wir brauchen eine vernünftige Hauptenergiequelle. Zum Beispiel dieses Wärmekraftwerk, was wir gerade noch nicht bauen können. Degasi, genau, Degasi. Das ist das zweite Schiff, nicht Geonosis. Das Degasi ist das Schiff, was hier abgestürzt ist. Bart Togals Aufzeichnen, Rückkehr aus der Tiefe. This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now that I'm back here, I'm finding it hard to enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. The visions are getting worse. Marguerite and Father are now part of the ecosystem of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well. There's always the view. Teil des Ökosystems auf diesem Planeten, gut zu wissen. Also offensichtlich ist der arme Teufel irgendwie verschlungen worden. Wenn ich das so richtig interpretiere, muss ich gerade mal drüber nachdenken. Das würde dann aber bedeuten, Baupläne Schrott. Nee, Schott. So. New Blueprint acquired. Das ist der Scheinwerfer, den habe ich aber schon, ne? Ja, kann ich ansonsten irgendwas kriegen hier? Nee. Also es scheint so, dass diese Krankheit, die wohl auch uns befallen hat, dass die so langsam um sich greift und ungemütlich wird und dass man dann zum Teil des Ökosystems auf diesem Planeten wird. Wie es aussieht. Voxelstrauchsamen. Samen des Voxelstrauches. Ja, okay. Die nehme ich jetzt doch mal mit. Keine Ahnung. Da drin in der Kiste, das hatten wir gescannt, ne? Das war ja dieses Ding eben, ne? Ja, genau, der hat man das kennt. Gut, dann sind wir mit dem Ding fertig. Da drüben geht es dann noch hin. Jetzt haben wir jetzt die Aufnahme. 18 Minuten. 18 Minuten ist okay. 18 Minuten ist tutti. Dann gehen wir dann noch weiter. Gibt es Sachen zu erforschen und zu lernen? Weil da bin ich ja jetzt echt heiß drauf. Vor allem mehr Baupläne zu kriegen, um mal so eine Basis zu entwickeln, die sich so richtig gewaschen hat. So, da drüben will ich noch hin. Hier scheint das irgendwie so einen Weg zu geben. Ich gehe jetzt diesen Weg lang in der Hoffnung, dass er dann gewundenermaßen nach dort oben kommt. Hallo? Ja. So genau. Soll ich hier jetzt lang oder soll ich da weiter? Ich weiß es nicht. Nee, da geht's wieder runter. Da will ich nicht hin. Ich will da nicht runter. Ich will da hoch. Ich dachte, da würde es vielleicht auch hochgehen. So, jetzt kommt wieder die Sonne raus. Hervorragend.
Dieses Höhlensystem ist aber echt groß. Gefleckter Klapper einsammeln. Gefleckter Klappermann. Der so gut klappern kann, das ist der Klappermann. So. Hier ist noch mehr, ne? Was bist du? Du lässt dich nicht scannen. Hallo. Kleine Marmormelone. Was ist eine kleine Marmormelone? Wo habe ich jetzt die neuen? Warte mal, da. Shot verstärkt die Struktur und hindert das Eindringen von Wasser. Verstärkt die Struktur. Und es braucht nur Silikongummi. Verstärkt die Struktur. Okay. Verstanden. Wichtiges Bauteil. Ein Shot drängt Segmente voneinander, verstärkt die strukturelle Integrität mit ihrem stabilen Titanrahmen. Es kann geöffnet und geschlossen werden, um Segmente im Falle von Feuer- oder Wassereinbrüchen abzudichten. Einfach nur für Privatsphäre. Nice. Das heißt, eine vernünftige Tür, die uns auch noch vernünftig hilft. Bei allem, was wir vorhaben. So, Marmormelone. Und die Marmormelonisiert sich jetzt. Kleine Frucht. Eine kleine fremde Frucht. Essbar. Nahrung plus 11, H2O plus 7. Kompositpflanztopf. Chinesische Kartoffel. Chinesische Kartoffel. Freunde, es ist nicht zu fassen. Chinesische Kartoffel kommt überall in den chinesischen Territorien vor, wo synthetische Nahrungsmittel noch verpönt und große Flächen Ackerland vorhanden sind, auf denen sie kultiviert werden kann. Gentechnische Veränderungen von der Expansion. Vor der Expansion haben die Pflanze sehr anpassungsfähig für unterschiedliche Umgebungen zu einem festen Bestandteil der neuen Kolonien in der Galaxis gemacht. Beurteilungen essbar. Frage ist, kann ich vor dem Einsammeln. Ne, ich kann nur diese chinesische Kartoffel so. Ein im ganzen Föderationsraum bekanntes winterhartes Gemüse, aber das Ding vergammelt auch sehr schnell. Freunde, Freunde, das Ding vergammelt auch sehr schnell. Am besten ist diese Knollenpflanze, die bringt uns Sättigung, also Futter und Wasser gleichzeitig, also viel Wasser tatsächlich. So, zurückgelassener PDA. Brauche ich noch irgendwas zum Scannen hier? Nee. Aufzeichnung der Gazi 1 Aufenthaltsort. Okay, dann wird es jetzt nochmal interessant. Kann ich tatsächlich so oft sammeln, wie ich will? Ihr wisst, ich futter mich jetzt voll, wenn das unendlich geht, ne? Nee, geht nicht unendlich. Okay. Aber ich kann es sowieso gerade alles nicht so ganz anpflanzen, deswegen ist gerade eh egal. Chinesische. Obwohl, da unten ist wahrscheinlich noch was, ne? Ich würde gerne eine Probe von allem nach unten bringen. In die Basis nach unten bringen. Vielleicht war das jetzt keine gute Idee, das sofort zu ernten. Oder? Weil dann würde ich das nämlich anpflanzen und uns unterirdisch so einen kleinen Garten anlegen. Im Observatorium zum Beispiel. Einen schönen, kleinen, angenehmen Garten. Am besten zwei Observatorien, die nebeneinander sind und nebeneinander gekoppelt stehen oder so. Wäre natürlich super. Oh, ich glaube, das würde ich feiern. Warte mal, kann man hier runter? Zerstörungsfrei. Frage Nummer 2, kann man hier zerstörungsfrei auch wieder rauf? Über diese Schutthalde, glaube ich, ne? Das fühlt sich gerade so an. Was ist das? Außenbeetkasten.
Außenbeetkasten, okay. Da ist noch chinesische Kartoffel, da ist noch eine Melone, kleine Marmelone, Marmormelone. Ich trau mich nicht, die... so einzusammeln, weil sie dann eventuell weg sind. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich werde mir diese Stelle merken. Dann bauen wir uns ein paar Beetkästen, innen und außen. Und dann kommen wir nochmal her mit leerem Inventar, holen uns nur Sämereien ab und kacheln dann in Vollgas nach Hause, um dort dann schnellstmöglich selber Beete anzulegen. Ich glaube, das wäre eine sehr gute Idee. Weil ich möchte auf keinen Fall jetzt diese allerletzten Sämereien irgendwie vergeuden oder so. Minenpflanze, Minenpflanze. Nee, hier hinten sind nur diese Standarddinger, ne? Aber warte mal, da vorne ist noch so ein Knollengedöns. Ja, der gibt nämlich 10 H2O. Und es gammelt leider schnell weg. Diese Knollenpflanze. Die wird auch sehr groß, die Knollenpflanze, ne? Puh. Wie soll ich die denn unter Wasser anbauen? Der Wahnsinn. Aber hier gibt es zumindest auch diese Laternenfrüchte. Gammelt die weg, die Laternenfrucht? Ja, tut sie. Okay. Das heißt, die Laternenfrucht, die müsste man dann auch mitnehmen. Die sind aber auch groß, die Laternenfrucht, ne? Ja. Also wenn ich hier nochmal herkomme, müsste ich genau überlegen, was wir dann mitnehmen. Und von wenn wie viel. Weil das eine richtige Problematik sein wird. Was ist das denn hier alles? Violette Tafel? Okay. Mehr Zweckraum, ernsthaft? Hier gibt es noch mehr Strukturelemente. Bauplan Werkzeugraum. Jawohl. Jawohl. Violette Tafel ist drin. Das werden wir ganz in Ruhe. Mehrzweckraum Glaskuppel, Alter. Was scanne ich denn hier alles? Was habe ich denn jetzt gekriegt? Große Glaskuppel, ernsthaft? Es ist ja nicht zu fassen. Es ist ja so mega, ne? Kann man da noch rein? Was ist das da unten? Was ist das? Oh. Lebende Wand? Lebende Wand. Okay. Ich sag dir nicht, wie du ein Leben zu führen hast, aber so als Wand ist es vielleicht ein bisschen langweilig. Ist noch was drin? Hier sind noch mehr PDAs drin. Eine Batterie. Dankeschön. Noch? Integrating new PDA data. Oh ja, ein Strandhaus mit Meerblick. Upgrade? Nee, wie heißt das nochmal? Achievement. Strandhaus mit Meerblick. Genau. Leiter benutzen. Noch ein PDA. Integrating cool, new okay. PDA data. Haben wir hier oben? Hallo? Noch irgendetwas, liegt hier noch irgendetwas heimlich rum. Nee, ne? Nee. Hier kann ich oben drauf. Okay, Freunde, es fühlt sich gerade so an, als hätten wir so ein bisschen den Jackpot gefunden. Die Überreste von Leuten, die hier mal gelebt haben. So, und die wohl von dem Planeten konsumiert wurden. So wie das aussieht. Okay, eine Batterie habe ich noch. Die Batterien, die haben wir gerade gefunden. Das ist sehr, sehr gut. Ansonsten geht es uns aber tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Das heißt, der Planet sorgt auf jeden Fall für Futter. So, aus dem Beetkasten.
Fortschrittliche künstliche Blumenerde in diesen Beetkästen ist ein Nährboden für eine große Vielfalt und Menge fremder Pflanzen. Der kann an Land, unter Wasser oder überall dort aufgestellt, wo Platz ist. An Land oder unter Wasser. Ernsthaft. Freunde, die nächste Folge wird eine Baufolge. Das sehe ich jetzt schon. Weil viel davon nur Titan benötigt oder Quarz oder was Leichtes. Silikongummi, was weiß der nicht. Designpflanzendorf mit künstlichem Erdboden. Innenmodule. Innenbeetkasten. Außen sonstiges, Außenbeetkasten. Ich feiere es hart. Freunde, ich feiere es hart. So, was haben wir jetzt hier noch? Was geht hier noch ab? Eine lebende Wand. Ein Titan an der Wand. Angebrachtes Laub. Rein dekorativ. Okay, also falls wir mal irgendwie gerade eine Wand nicht brauchen oder so. Sehr nice. Große Glaskuppel. Mehrzweckraum. Ein Standardbasisraum, in dem eine Reihe verschiedener Komponenten installiert werden können. Okay, genau, den haben wir uns doch gewünscht. Tauchdock, das kennen wir schon. Großer Raum, ein großer Raum. Plasmastahlbarren. Auf jeden Fall das dicke Zeug da, so. Mehrzweckraum, Glaskuppel, eine Glaskuppel. Freunde, wir werden eine Basis bauen, die sich so richtig gewaschen hat. Hoffe ich mal. Krebswärmereaktor, Krebstiefenmodul. Wärmereaktor vor allem klingt gut. Lädt Energiezellen in heißen Umgebungen wieder auf und nicht stapelbar. Das Seemotten-Solarladegerät feiere ich ja auch hart. Wir sind mit der Seemotte, fahre ich ja gerade sowieso hauptsächlich von links nach schräg, meistens über der Wasseroberfläche, weil ich ja nach Karte fahre. Beziehungsweise nach dem, was ich für eine Karte halte, was ich mir selber gebastelt habe. So. Okay, pass auf, wir haben noch Aufzeichnung zur Kontrolle in Degasi, Sprachaufzeichnung 1, Aufenthaltsort. This island is a godsend. Look out of the window. No predators, fresh food. No building materials, nothing left of the ship. And your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up, kid. It's true, father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us. All I'm saying is ocean's got us surrounded. No use hiding. Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight, Mater, but I've made my decision. You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, I'm thinking on it. Okay. Also er war ganz glücklich darüber, über die Situation, und die anderen beiden jetzt da nicht so. Die Gazi-Sprachaufzeichnung 2, der Sturm. Son, I said wait for the storm to pass. Your life's more valuable to me than a plant patch. You stop being in charge when the ship you were captaining sunk. I'll stop being in charge when you take charge of yourself. Say, Chief. Chief. What? You know how to drain those grow beds of 40 tons of storm water? Or how to conjure food from the air? I know how to prioritize. I'm just saying, if that's so, what's your boy's life worth to you today? If tomorrow you're gonna be so hungry you start wondering what he tastes like, let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants. Bart, Torgo has disembarked the habitat. Interfere with my family again, and when rescue arrives, I will leave you here. Do you understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. No staying here neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried. Only choice we got is whether to get buried with it. Okay. Wir sind auf jeden Fall nicht ganz einer Meinung. Dieser Paul scheint ein sehr von sich eingenommenes Individuum zu sein. Seltsame Entdeckungen. Den letzten werden wir uns noch anhören. What is that thing? I don't know. I found it outside in the sand. Part of another ship? None I've ever seen. It's not even scratched. Don't fool around with it. It might be worth something. Stand down, Chief.
If it were gonna crumble to dust, it would have done so when I picked it up. It's glowing. We're not the first people to come to this planet. People? Maybe. Could be aliens. Could be the damn sea monsters for all we know. One thing for sure, we ain't gonna find out by staying here. Ja, alles klar. So, Pauls Sprachaufzeichnung. Chief's log, 5 weeks since the crash. The only other survivors are my son, Bart, and Maida, the cut-price mercenary I commissioned for the journey. After days drifting in the life pod, rain hammering on the roof, the weather cleared and we washed up here. I had Maida salvage the Degazi wreck, set Bart to finding us a stable source of food. His education is paying off sooner than I'd anticipated. Our only problem is Maida. She says the weather's going to turn. I say she's finding excuses to risk our lives. I imagine she's not gonna weaken her life without a physical altercation, and she's itching for a fight. In every judgment she makes, things go from bad to worse. If she had my experience, she'd have more faith. Humans have spent millennia specializing in how to shackle nature to our will. This planet won't cause us any new problems. My one task now is to keep us alive, as comfortably as possible, until the insurance company arranges rescue. In this part of space, that could be months, or even years. Ja, months oder years, der Mann hat komplett recht, aber nach Monaten oder Jahren hat der Planet dich schon gefressen. Weil ich glaube nämlich, diese merkwürdige Krankheit, beziehungsweise dieser Erreger, oh, jetzt ist es dunkel, diese Krankheit, beziehungsweise dieser Erreger integriert fremde DNA, also unsere DNA, in sich selber. Was dann dazu führt, dass wir von dem Planeten quasi wegassimiliert werden in irgendeiner Weise. Und die einzigen Viechers, die da offensichtlich nicht von betroffen sind, sind diese Glubscher-Dinger, die überall hinfahren können und die es überall gibt. Diese Glubscherfische, die gleichzeitig auch gepökelt hier unsere Hauptnahrungsquelle darstellen. Das sind wohl die einzigen, die sich da so ein bisschen ausnehmen von. Ist interessant, wie man das möglicherweise nutzen könnte, weil ich schätze mal, dass auf uns auch so heimlich eine Uhr tickt, sagen wir mal. So, warte mal, erstmal muss ich jetzt mein Boot wieder finden, da hinten ist nämlich eins. So, pass auf. Ich nehme die Seemorte, wir fahren dann nach Hause und wir sehen uns dann nächste Folge wieder in unserer Heimatbasis, um eben jene Heimatbasis ein bisschen auszubauen und zu verwüsten. So. Und gut, wir haben jetzt einiges gehört, was Story angeht. Wir haben auch jetzt einiges mitgekriegt und gesehen. Ich brenne darauf, unsere Basis auszubauen, um ein richtig schönes Heim dann zu bauen. Bis nächste Folge mache ich mir mal so eine kleine Liste an Materialien, die wir dann noch brauchen. Möglicherweise gehen wir dann noch einmal stiften und fahren dann ein Stück durch die Gegend oder so. Das kann dann sein. Ich werde wahrscheinlich die Festlandmarkierung von dort drüben nach hier vorne umsetzen, damit man diesen speziellen Strand wiederfindet, weil von hier aus kommt man ganz gut hoch in diese andere Farmgegend da rein. So, und dann werden wir sehen, dass wir aus den Trümmern der verschiedenen Geräte und Schiffe dann etwas zaubern, was uns das dauerhafte Überleben ermöglicht. So. Gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch einen super Abend. Fragen, Tipps und Anregungen bitte nicht spoilern, immer runter in die Kommentare. Dankeschön. Bis demnächst. Tschüss.